glaubt ihr wirklich, ich würde mich hier darüber auslassen, welche körperliche Größe die beiden Herren Selenskyj und Habeck haben? Nein, es tut mir leid. Der Zwergenaufstand bezieht sich tatsächlich eher auf die geistige Kleinwüchsigkeit der beiden Herren. Zu diesem Video bin ich im Übrigen angeregt worden von einem Artikel von Welt. Denn hier musste Robert Habeck einfach mal zugeben, dass er eine große Seelenverwandtschaft zu eben diesem Selenskyj hat. Und damit herzlich willkommen hier bei Warum Punktkritisch. Mein Name ist Lil. Schön, dass ihr Zeit für dieses Video habt. Es geht in diesem Video tatsächlich nicht um die ganz aktuellen Tagesgeschehnisse, sondern eher so das ganze Resümee, was man von den beiden hier so feststellen kann, welche Ergebnisse oder Nicht-Ergebnisse sie hier vorlegen. Aber zunächst möchte ich kurz auf den Artikel von Welt hier eingehen, denn Robert Habeck sagte, wie gesagt, er fühle eine starke Seelenverwandtschaft eben zu diesem Herrn Selenskyj. Und bei Welt können wir Folgendes lesen. Vizekanzler Robert Habeck sieht sich auf der gleichen Wellenlänge mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj. Nach dessen Amtsantritt sei dieser von einigen angesehen worden als ein Komiker, der jetzt auf einmal Präsident wird. Tja, irgendwie unterstreicht Selenskyj das doch schon mal des Öfteren. Aber man muss schon sagen, er ist wirklich ein Knallharter und er glaubt, mit seinem kleinen Zwergenstaat hier die ganze Welt unsicher zu machen. Aber Habeck hat das von Anfang an völlig anders wahrgenommen, denn er hat Selenskyj tatsächlich gar nicht als Komiker empfunden. Diese Aussage tätigte er im Übrigen in dem Podcast »Meine schwerste Entscheidung«. Ich zitiere Robert Habeck, ich bin ja auch stolzer Kinderbuchautor. Vielleicht war das auch eine Art Seelenverwandtschaft da drin, dass man aus anderen Berufen in die Politik reingeht. Zitat Ende. Und dann fährt er fort. Es hat von vornherein gepasst und ich habe nie gespürt, dass er irgendwie unernst wäre. Ich habe jedenfalls einen Mann erlebt, der voller innerer Überzeugung und voller Enthusiasmus geradezu war, sein Land jetzt zu einem modernen Land in Europa zu machen. Gleichzeitig hebt er die besondere Empathiefähigkeit von Herrn Selenskyj hier hervor. Zitat, ich sehe in Selenskyj jemanden, der mit seinem Volk leidet, der vielleicht auch wegen seiner beruflichen Ausbildung gelernt hat, in Situationen Empathie aufzunehmen. Also wenn Selenskyj ja Komiker, Schauspieler ist, wie gesagt, dann hat er das natürlich gelernt, auf Kommando Empathie hier zu spielen oder zu schauspielern, besser gesagt. Habeck sieht das allerdings völlig anders bei Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Zitat, er weint nicht wie Selenskyj oder hat Tränen in den Augen. Der opfert seine jungen Soldaten zu Hunderttausenden und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Also ihr seht, Robert Habeck ist ganz nah bei Herrn Selenskyj, weniger natürlich bei Putin. Und warum sind die beiden nun geistig auch nicht nur seelenverwandt, sondern auch kleinwüchsig, würde man jetzt mal so sagen, oder behaupte ich es einfach? Nun, über die Erfolge bzw. Misserfolge eines Robert Habecks müssen wir uns, glaube ich, nicht mehr allzu lange hier auslassen. Immerhin sind noch mehr Firmen in die Insolvenz gegangen in den vergangenen Jahren und aktuell befinden sich noch mehr Firmen mehr oder weniger in der Pleitephase, weil sie halt eben alle einen Insolvenzantrag hier stellen müssen. Dazu kommt, dass auch das letzte Paket, was Robert Habeck hier vorgestellt hat, nämlich dieser Deutschlandfonds, hatte ich glaube ich in diesem Video kurz mal dargestellt, sich ebenfalls scheinbar hier als Luftnummer erweisen wird. Denn das, was er davor hat, soll ja finanziert werden mit einem Sondervermögen. Auf gut Deutsch nennt man Sondervermögen ja auch Schulden. Und die aktuellen Meldungen von heute lassen ja nichts Gutes erahnen. Denn unser guter Finanzminister Christian Lindner hat ja kurz kundgetan, wie groß das Loch für das kommende Jahr sein wird, wie viel weniger Steuereinnahmen es sein werden. Und wenn man sich ausmalt, dass halt eben immer weniger Unternehmen Steuern zahlen, der berühmt-berüchtigte Mittelstand, das Rückgrat unserer Wirtschaft, dann muss man sagen, die ganzen Maßnahmen von Habeck, die früher hier versucht wurden, haben nicht gegriffen. Und dieser Deutschlandfonds ist auch zum Scheitern verurteilt, weil es ist keine Kohle da, um das Ganze hier zu finanzieren. Also wir können sagen, Robert Habeck ist wirklich ein Zwerg in Sachen des Wirtschaftsministeriums. Er ist einer der schlechtesten Wirtschaftsministerien, die wir überhaupt hier in Deutschland gehabt haben. Ja, und kommen wir doch mal zu dem kleinen Wicht
Selenskyj. Er hält sich wirklich für den Nabel der Welt und er glaubt tatsächlich, dass er hier die westliche Welt unter Druck setzen kann. Er ist wirklich davon überzeugt, wenn Europa und natürlich auch die USA die Ukraine weiterhin massiv unterstützen, dann müsste dieses große Reich, das muss man ja leider einfach mal so sagen, Russland hier zu Fall gebracht werden können. Also von welchen idiotischen Vorstellungen ist dieser Mensch getrieben? Das kann doch nicht immer nur an seiner Nase liegen. Das kann mir doch kein Mensch mehr erzählen. Der ist einfach völlig fern jeder Realität und kann die Dinge überhaupt nicht mehr richtig einschätzen. Darüber hinaus hat er ja mal ganz kurz damit gedroht, dass die Ukraine hier eine eigene Atombombe herstellen wollen. Hat er dann ja wieder zurückgenommen. Aber das Ding ist sicherlich noch bei ihm in seinem vernebelten Hirn. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und er fordert ja massiv immer wieder, dass er endlich noch während des Krieges in die NATO aufgenommen werden solle. Er hat allerdings ein bisschen Sorge, dass hier Deutschland ein Veto einlegen würde. Das kommt tatsächlich auch in erster Linie von Olaf Scholz. Und Olaf Scholz hat hier Bedenken wegen der Reaktion von dem Russen. Das finde ich auch absolut nachvollziehbar. Aber Selenskyj glaubt, es müsse auf jeden Fall so sein, dass die Ukraine hier in die NATO aufgenommen wird. Und leider kriegt er ja wirklich von einigen Ländern hier auch eine gewisse Zuversicht übermittelt, nicht? Das ist zum Beispiel Frankreich, Großbritannien und Italien. Dabei ist es wirklich brandgefährlich, wenn die Ukraine wirklich in die NATO eintritt. Denn das dürfte wirklich ein großer Affront für Putin hier bedeutet. Darüber hinaus ist Selenskyj davon überzeugt, dass noch weitere Länder aus der EU hier sich ihm anschließen und dass sie ihn auch unterstützen und Druck machen, dass die Ukraine auf jeden Fall Mitglied der NATO werden sollte. Und wenn man sich so die ganzen Touren von ihm anschaut, die letzte Tour war ja vielleicht nicht ganz so erfolgreich von diesem Ukrainer, aber nichtsdestotrotz, er fordert ja immer massivst weiterhin Waffenlieferung und drängt ja wirklich auf diese die Taurus-Marschflugkörper ohne Ende, damit die Ukraine mit diesen Waffen tief in das russische Gebiet eindringen kann. Ja, was glaubt er denn? Er wird am Ende trotzdem verlieren. Die Ukraine wird eine ganze Generation hier zu Grabe tragen. Es sterben unfassbar viele Soldaten, natürlich auf beiden Seiten. Und ich habe in einer Quelle gefunden, das will ich nur ganz kurz hier erwähnen, weil ich habe diese Information leider nicht durch andere Quellen bestätigt bekommen. Aber nichtsdestotrotz sage ich es euch. Also es gibt die Information, dass in der Ukraine darüber laut nachgedacht wird, dass man auch 14-, 15-jährige Jungs und Mädels hier mobilisieren könnte, um sie an die Front zu schicken. Das muss man sich mal vorstellen. Also barbarischer kann es das schon gar nicht mehr losgehen, oder? Wie seht ihr das? Aber so ganz ohne Ergebnis beendete Selenskyj ja doch nicht seine letzte Reise, denn er soll ja dieses eingefrorene Geld von Russland bzw. von Russen hier zur Verfügung gestellt bekommen. Dabei handelt es sich ja um 50 Milliarden, also ein Kredit von 50 Milliarden. Das ist schon eine ganze Menge, was er da hier zum Verpulvern hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Entweder waffenmäßig oder koksmäßig, was auch immer. Jedenfalls strubbelt dieser kleine Zwerg, jetzt meine ich auch wirklich mal die körperliche Größe, ordentlich hier rum und versucht hier alle teilweise auch gegeneinander aufzuhetzen und auszuspielen. Und er sieht ja tatsächlich in Olaf Scholz wirklich nicht unbedingt einen Freund, ne? Weil Scholz sich da doch sehr bedeckt hält und vor allen Dingen nicht möchte, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Also ich bin wirklich kein Verehrer von Scholz, das wisst ihr ja mittlerweile. Aber in dieser Hinsicht, gerade was die Ukraine anbelangt, beziehungsweise was zum einen NATO-Beitritt anbelangt und was das Nicht-Liefern von Taurus-Marschflugkörpern anbelangt, bin ich voll auf der Seite von Scholz. Das muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich ihn bestimmt nicht wählen werde. Aber gut, das ist ja auch meine persönliche Angelegenheit und gehört hier ja auch eigentlich gar nicht hin. Also diese beiden seelenverwandten Zwerge, sie sind nicht wirklich erfolgreich. Also der eine, Habeck, ist sicherlich gar nicht erfolgreich. Und ob er noch mal auf der nächsten Regierungsbank hier Platz nehmen wird können, das hängt sicherlich auch von Friedrich Merz ab. Natürlich auch von unserem Wählerverhalten oder eigentlich ja gar nicht. Ne? Was wir wählen, interessiert sowieso die da oben gar nicht. Und die zweite Geschichte hier, die zweite Person, Selenskyj, er ist nach meinem Dafürhalten ebenfalls ziemlich brandgefährlich. Und darin besteht auch ihre Seelenverwandtschaft, nicht wahr? Beide absolut größenwahnsinnig.
Ich freue mich immer sehr auf eure Meinung und wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, die Lil.